Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an diesem Montag zu einer neuen Woche im Journal. Ich hoffe, Sie haben dieses Wochenende so richtig ausgiebig Sonne tanken können und sind jetzt bereit für unsere aktuellen und spannenden Themen aus der Region. Online-Dating. So beeinflusst das Internet unsere Liebesbeziehungen. Und Football. Die Ravensburg Razorbacks konnten mit einem knappen Sieg im Saisonauftakt punkten. Außerdem Mein Kampf. Das Theater Konstanz verteilt bei der Premiere doch keine Hakenkreuzbinden. Und Aprilwetter. Start in die Woche mit wildem Mix aus Sonne und Gewittern. Die Bad Wurzacher haben am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl ganz deutlich entschieden. Alexandra Scherer hat fast 80% der Stimmen erhalten. Und das, obwohl die CDU-Politikerin 5 Mitbewerber hatte. Scherer wird die dritte Frau an der Spitze einer Kommune im Landkreis Ravensburg. Ihnen herzliche Gratulation. Alles Gute, Frau Scherer. Klare Sache. Alexandra Scherer ist die künftige Bürgermeisterin der Stadt Bad Wurzach. Die 47-Jährige erhielt bei der Wahl 78,7% der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,5%. Überraschend deutlich setzte sich die CDU-Politikerin damit gegen 5 Mitbewerber durch. Sie wird die erste Frau an der Spitze der Bad Wurzacher Verwaltung sein. Ich bin total überwältigt, immer noch. Es ist so gigantisch, dieses Ergebnis. Und auch hier heute, wie viele Menschen da sind, zum Gratulieren kommen, wie freundlich sie sind. Aber bei diesem Ergebnis, da kann man ja, können alle schönes Fest haben heute miteinander. Das ist ein Bürgerfest heute Abend. Und es ist richtig schön, der Schwung, der hier für die Stadt ausgeht. Ich freue mich darüber. Und ein herzlicher Dank an alle, die gewählt haben heute. Das hat einfach, das gibt einen Schwung und einen guten Start. Herzlichen Dank. Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale hatte der derzeitige Amtsinhaber Roland Bürkle das Ergebnis verkündet. Dazu waren hunderte Menschen auf den Klosterplatz gekommen. Alexandra Scherer ist derzeit noch Bürgermeisterin der Gemeinde Erlenmoos im Landkreis Biberach. Ihr neues Amt in Bad Wurzach wird sie voraussichtlich Mitte Juli antreten. Ein 57-jähriger Taucher ist am Sonntag im Bodensee tödlich verunglückt. Die genaue Ursache für den Unfall in der Nähe von Bottighofen im Kanton Thurgau ist noch unklar. Der Schweizer tauchte am Sonntagnachmittag alleine zum Wrack des Raddampfers Jura, der vor Bottighofen liegt. Nachdem der erfahrene Taucher nicht mehr an die Oberfläche zurückkehrte, alarmierte ein Kollege die Rettungskräfte. Diese konnten den Taucher jedoch nur noch tot neben dem Schiffswrack bergen. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region. Bauarbeiten an Autobahnbrücke bei Dürren gehen voran. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke über die A96 bei Dürren sind im vollen Gange. Zusammen mit der Autobahn ist auch die Brücke vor 30 Jahren gebaut worden. Jetzt, nach 3 Jahrzehnten im Betrieb, sind Schäden aufgetreten, die saniert werden müssen. Bis Mitte Juni laufen deswegen Bauarbeiten des Regierungspräsidiums auf und unter der Brücke. Die A96 muss deswegen aber zu keinem Zeitpunkt voll gesperrt werden. Eine Umleitung über Ratzenried ist eingerichtet. Ich kann mich nicht erinnern. Zweifelsohne ist dies wohl der am häufigsten gehörte Satz am Montagmorgen vor dem Tettnanger Amtsgericht gewesen, vor dem sich seit einigen Wochen ein 32-jähriger Asylbewerber wegen insgesamt 26 Straftaten verantworten muss. Die Erinnerungslücken holten den Angeklagten am dritten Verhandlungstag besonders bei den Nachfragen von Richter Martin Hussels zu seinen persönlichen Verhältnissen ein, so dass sein Leben bis zu seiner Flucht undurchsichtig blieb. Fakt scheint, zumindest dem Pass nach zu sein, dass der junge Mann seit 2 Jahren in Deutschland lebt, bislang 5-mal vorbestraft ist und seit vergangenem September in Untersuchungshaft sitzt. Alle Vorfälle sollen sich im vergangenen Jahr zugetragen haben, wie beispielsweise die versuchte Brandstiftung im Hefler Wachtelweg. Der Prozess soll am 11. Mai fortgesetzt werden. Mehr Sitzmöglichkeiten. Bei der Gestaltung des Schadenhofs bessert die Stadt Biberach nach. So sollen weitere Stühle, Blumenkübel und weitere Fahrradbügel auf den Platz gestellt werden. Damit reagiert die Verwaltung auf die Kritik, die sowohl im Gemeinderat als auch in der Bevölkerung laut wurde. Einige zeigten sich mit der Neugestaltung des Schadenhofs nicht glücklich. Ein von der Verwaltung jetzt vorgeschlagenes Klettergerüst fand dagegen keine Zustimmung im Rat. Stattdessen soll eine weitere Welle angeschafft werden. Wie es mit der Wasserstele weitergeht, ist noch offen.
Bad Saulgauer wird Mr. Schwaben. Tanja Dechsler aus Augsburg und Daniel Lott aus Bad Saulgau sind nun offiziell die schönsten Menschen in Schwaben. Die beiden wurden am vergangenen Samstag in der Neu-Ulmer Glassis-Galerie zu neuen Miss und Mr. Schwaben gewählt. Damit setzten sie sich gegen 9 Herren und 11 Damen vor der Jury durch. Künftig müssen Miss und Mr. Schwaben die Region Schwaben authentisch repräsentieren. Als nächstes werden Daniel Lott und Tanja Dechsel bei der Wahl zu Miss und Mr. Bayern antreten. Im Amt bestätigt. Eckhard Rist bleibt Vorsitzender des Betriebsrats beim Tuttlinger Unternehmen Esculap. Dieses Amt hat er in dem Medizintechnikunternehmen seit dem Jahr 2000. Auch seine Stellvertreterin bleibt mit Simone Bühler gleich. Rist hatte bei den Betriebsratwahlen allerdings nur den zweiten Platz belegt. Die meisten Stimmen der Kollegen hatte Ralf Popp auf sich vereint. Der Bedarf ist groß, das Angebot gering. Nur 53 Kurzzeitpflegeplätze gibt es im ganzen Landkreis Tuttlingen, 6 davon in der Stadt. Dass es so wenig sind, hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Für Einrichtungsträger lohnt es sich kaum, Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. Die Pflegesätze sind gleich, egal ob es sich um einen Dauer- oder um einen Kurzzeitpatienten handelt. Auch ist durch den häufigen Wechsel der Kurzzeitpatienten der administrative Aufwand für den Betreiber ungleich höher als bei Dauerpflegeplätzen. Entlastung wird das neue Pflegeheim Haus Engelberg in Tuttlingen bringen. Die B31 zwischen Irriskirch und Friedrichshafen macht den Autofahrern am Bodensee nun schon seit 2 Wochen so richtig zu schaffen. Grund für die Sperrung der B31 sind Sanierungsarbeiten. Deswegen bilden sich auf der Umleitungsstrecke zum Teil sehr lange Staus. Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch. Die erste Fahrbahnseite ist mittlerweile fertig. Dank des idealen Wetters kommen die Sanierungsarbeiten auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Irriskirch schneller voran als geplant. Die Fahrspur Richtung Lindau ist bereits fertig asphaltiert und markiert. Ab Donnerstag soll der Verkehr auf dieser Spur rollen, damit auf der anderen Seite der alte Asphalt abgefräst werden kann. Sollte das Wetter einigermaßen stabil bleiben, geht Stefan Müller vom Straßenbauamt des Bodenseekreises davon aus, dass die vorgesehene Bauzeit bis Mitte Juni verkürzt werden kann. Allerdings weist er auch darauf hin, dass nach dem Auftragen der neuen Asphaltschichten noch viele kleine, aber zeitaufwendige Restarbeiten zu erledigen sind. Bestehende Kontrollschächte müssen auf Höhe genommen werden. Das sind so Arbeiten, die sieht niemand, sind aber trotzdem extrem wichtig. Die Bankette müssen hergerichtet werden, die Schutzplanke werden auf komplette Strecke erneuert. Da sind auch noch verschiedene Restarbeiten zum Erledigen. Und dementsprechend sind es halt einfach diese kleinen Arbeiten, wo halt im Prinzip der Außenstehende nicht sieht, aber wo trotzdem innerhalb des Baus erledigt werden müssen. Unterbrochen werden die Bauarbeiten an der B31 vom 10. bis 13. Mai und vom 19. Mai bis 3. Juni, damit der Verkehr zu Ferien- und Messezeiten in beide Richtungen fließen kann. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ist das normal? So heißt Melanie Büttners Podcast, in dem sie über Liebe und Sex spricht. In Lindau hält die Ärztin ein Seminar zum Thema Beziehungen in Zeiten des Internets. Lilia Benner-Mohr hat mit ihr darüber gesprochen. Das Internet beeinflusst unser Leben in allen Bereichen. Das Internet beeinflusst auch unsere Beziehungen und unser Sexleben. Melanie Büttner, bei den Psychotherapiewochen in Lindau hält sie ein Seminar dazu. Frau Büttner, wie schafft es das Internet, unsere Beziehung zu verändern und Einfluss darauf zu nehmen? Ich würde sagen, auf vielfältige Weise. Ein Bereich beispielsweise, in dem wir viel natürlich im Internet unterwegs sind, ist das Online-Dating, wo Menschen sich auf die Suche begeben, nach Partnerschaften, aber auch nach Sexkontakten. Und wir wissen, was Partnerschaften betrifft, dass heutzutage tatsächlich jede dritte Beziehung online beginnt und möglicherweise auch zu einer Heirat führt. Also jede dritte Heirat, zumindest in den USA, ist es so, hat im Internet ihren Anfang genommen. Und das ist etwas, wo man eindrücklich sehen kann, dass es viel verändert in Bezug auf Beziehungen. Davon profitieren beispielsweise Leute, die als Singles es gar nicht so leicht hatten, früher überhaupt andere Menschen zu finden. Da spielen natürlich auch Apps wie Tinder und LaVue mit rein. Die werden ganz üblicherweise benutzt, um Partner zu finden. Was halten Sie von solchen Apps? Also es ist einerseits natürlich sehr praktisch, so eine App auf dem Handy zu haben und da jederzeit reingucken zu können. Andererseits wissen wir, da fließt viel Zeit rein. Die Menschen verbringen sehr viel Zeit damit, kommen teilweise vielleicht dann auch zu anderen Dingen gar nicht mehr, die auch noch wichtig wären. Und Tinder speziell hängt ja auch dieser Ruf an, es sei so eine App für schnelle Sexkontakte.
Es gibt Studien dazu inzwischen. Erste Studien, die geguckt haben, wonach suchen denn die Leute, die auf Tinder unterwegs sind. Und da hat sich gezeigt, ja, das ist schon so. Also das ist etwas, wofür Tinder genutzt wird. Und es ist auch etwas, was für viele Menschen dazu führt, dass man solche Kontakte haben kann. Aber ein bisschen mehr wird es tatsächlich noch genutzt, um langfristige Beziehungen anzubahnen. Und da passiert ein bisschen mehr noch als im Bereich des schnellen Sex. Es ist ja so, dass es im Internet nicht nur alles im Überfluss gibt, sondern es ist auch alles frei zugänglich, auch pornografische Inhalte. Was bedeutet das für unser Sexleben? Ja, also Porno ist tatsächlich heutzutage unbegrenzt zugänglich. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt und eine unglaubliche Diversität in der Pornografie, mit der wir da konfrontiert sind. Und es gibt sehr, sehr viele Nutzer. Also vor allen Dingen Menschen, ich sag mal, bis etwa zum 40., 45. Lebensjahr, das macht die Nutzerschaft hauptsächlich aus. Die regelmäßig auf Pornografie zugreifen, vor allen Dingen Männer. Für Frauen ist es bisher weniger interessant, sicherlich auch aufgrund der Tatsache, dass die meisten Pornos eher so ein bisschen Mainstreaming-mäßig die Bedürfnisse der Männer reflektieren. Aber auch die Jugend heutzutage wird sehr früh damit konfrontiert. Es gab eine große Studie, die im letzten Jahr durchgeführt wurde in Hessen, an der alle Schulen teilgenommen haben oder fast alle Schulen in Hessen teilgenommen haben, wo man gesehen hat, dass bei den 14- bis 16-Jährigen etwa die Hälfte der Jungs regelmäßig Pornografie schon konsumiert, obwohl Pornografie etwas ist, auf das man ab 18 erst Zugang haben dürfte, weil es ab dann erst legal ist. Bei den Mädchen war es deutlich weniger und das ist natürlich etwas, was sehr früh schon die Vorstellungen von Sexualität prägen kann, wenn man nicht unterscheiden kann, was ist jetzt real und was ist nicht real, einfach weil man es noch nicht weiß. Sie helfen auch Menschen mit sexuellen Störungen. Inwiefern macht das Internet Probleme in der Hinsicht? In den sexualtherapeutischen Praxen zeigt sich das, spiegelt sich das, dass wir vermehrt zu tun haben mit Erektionsstörungen, Orgasmusstörungen beispielsweise und auch Luststörungen, wo wir sehen, das ist jemand, der einfach relativ viel Pornografie konsumiert. Und auch das ist was, was in den Beziehungen zu Problemen führen kann, gerade wenn die Erwartungen da sehr weit auseinandergehen. Also das ist sicherlich das eine, was wir sehen. Etwas anderes, was diskutiert wird, ist, dass durch dieses Überangebot an Sexualität, das wir haben, durch das Internet, durch die Medien, überall, also Sexualität ist angekommen in der Gesellschaft, in einem Maß, wie es manchen Menschen auch schon zu viel wird, sodass wir heutzutage in den Praxen teilweise den Eindruck haben, dass die Menschen sehr unter einem Druck stehen, lustvoll sein zu müssen, orgiastisch sein zu müssen, im Bett ganz viel leisten zu müssen. Und das ist durchaus auch etwas, was Sexualität behindern kann und erschweren kann. Ganz spannendes Thema. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Die kleine Stadt Hettingen im Lauchertal hat viele Rückschläge erlitten. Die Einwohnerzahlen sanken, Geschäfte haben geschlossen. Doch ein neues Projekt gibt jetzt Hoffnung. Das ländliche Hettingen bekommt ein Ärztehaus. Nun blickt die ganze Region auf die 1800 Einwohnergemeinde. Die alte Schule in Hettingen im Landkreis Sigmaringen soll wieder Mittelpunkt des kleinen Ortes werden. Derzeit wird das denkmalgeschützte Gebäude saniert und in ein Ärztehaus verwandelt. Im Erdgeschoss, wo noch die Handwerker arbeiten, wird im Mai eine hausärztliche internistische Praxis einziehen. Für Bürgermeisterin Dagmar Kuster ist es ein Prestigeprojekt. Die Stadt Hettingen hat letztes Jahr einen Zuschlag bekommen für soziale Stadtsanierung. Stadtsanierungsgebiet hat sich damit gut ergeben, dass ein großes Gebäude saniert werden kann und einer guten Nutzung zuzuführen. Und wir haben jetzt 800.000 Euro investiert. Helle neue Praxisräume entstehen derzeit. Über einen Hintereingang sollen sie auch barrierefrei zugänglich sein. Dr. Patricia Schuchter, Dr. Christoph Locher und Johannes Bader besichtigen die Baustelle. Gemeinsam sind sie bereits in einer Praxis in Winterlingen tätig. Anfang Juni wollen die Hausärzte und Internisten ihren zweiten Standort eröffnen. Im ländlichen Raum sind die Ärzte dünn gesät, aber auch wir Menschen brauchen im ländlichen Raum Ärzte. Und deshalb ist es ganz besonders, macht uns besonders stolz, Ärzte hier zu haben. Und es ist sehr wichtig, hier Ärzte zu haben. Neben der hausärztlichen Praxis im Erdgeschoss möchte die Stadt Hettingen zudem einen Neurologen für das Obergeschoss gewinnen. Nicht sonderlich glanzvoll, aber immerhin erfolgreich. So lässt sich das erste Saisonspiel der Ravensburg Razorbacks in der German Football League 2 Süd zusammenfassen. Gegen den Aufsteiger Straubing Spiders tat sich Ravensburg im Weingartener Lindenhofstadion schwer. Vor 1500 Zuschauern hatten die Razorbacks zunächst Probleme gegen den bayerischen Zweitliga-Aufsteiger. Straubing kam nahe an die Ravensburger Endzone heran, blieb aber ohne Punkte. Besser machten es dann die Razorbacks.
Quarterback Garrett Dellaciai täuschte eine Ballübergabe zu Malik Norman an, passte dann aber zu Michael Meyer, der den ersten Touchdown der Partie erzielte. Im zweiten Viertel fand Dellaciai trotz großer Bedrängnis Andreas Lomeo in der Endzone. Zur Pause stand es 14:0 für Ravensburg. Dann ließen die Razorbacks allerdings nach und mussten den Ausgleich zulassen. Ich sag's ganz klar, wir müssen mehr als 24 Punkte machen. Das ist auch möglich. Wir haben jetzt zum Glück 2 Wochen erstmal Zeit, das Spiel zu analysieren und uns das nochmal ganz genau anzuschauen, wo jetzt eigentlich die Schwächen waren. Und dann werden wir es auf jeden Fall abstellen und in 2 Wochen gegen Albershausen werden wir nochmal eine Schippe drauflegen. Immerhin reichte es aber noch zum Heimsieg. Ein Touchdown von Malik Norman brachte die Razorbacks wieder mit 21:14 in Führung. Nach dem Ausgleich der Straubinger sorgte Ravensburgs Kicker Patrick Reinisch kurz vor dem Ende mit einem Field Goal für den 24:21 Sieg. Bis zur nächsten Partie in der German Football League 2 Süd haben die Razorbacks nun 2 Wochen Zeit. Zeit, um die Fehler abzustellen. Und was außer dem spannenden Footballspiel am Wochenende in der Welt des Sports sonst noch passiert ist, das zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Sportnachrichten. SV Weingarten schöpft wieder Hoffnung. Der SV Weingarten hat in der Fußball-Landesliga das Derby gegen die U23 des SV Ravensburg mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Winterneuzugang Dumitru Muntian. Durch den erneuten Sieg schöpft der SVW wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Aktuell steht Weingarten auf Platz 10 in der Tabelle. Guter Auftakt. Die zweite Mannschaft des TSB Ravensburg ist mit 3 Siegen und nur einer Niederlage in die Judo-Württemberg-Liga gestartet. Nach einem 5:2-Sieg gegen die JS Roma Bau aus Leonburg unterlagen die Ravensburger unglücklich mit 3:4 gegen den Gastgeber von JZ Heubach. Es folgten 4:3-Siege gegen den VfL Sindelfingen 3 und den VfL Ulm. Der TV Kressbronn hat sich mit einem 22:19 Heimsieg gegen die TG Biberach 2 vorerst aus der Handballbezirksliga verabschiedet. Dabei lagen die Seesterne zur Halbzeit noch mit 11:13 in Rückstand, wendeten jedoch das Blatt und ließen sich dabei auch nicht vom Lautstärkenanhang der Gäste aus dem Konzept bringen. Dank eines fulminalen Endspurts haben die Landesliga-Handballerinnen der SG Argenthal den Tabellenzweiten TSV Urach mit 31:26 geschlagen. Dabei hätten die Gäste mit einem Auswärtssieg in Tettnang sogar noch Chancen auf die Meisterschaft gehabt, während Argenthal der Klassenerhalt schon vor dem Anwurf nicht mehr zu nehmen war. Derby in der Bezirksliga. Der SC 04 Tuttlingen in Blau hatte am Sonntag die Spielvereinigung Trossingen in Rot zu Gast. Und die Gäste zu Beginn gleich im Vorwärtsgang, bedingt durch einen Stoppfehler von Florin Tirka. Es ist dann aber der SC, der durch Carlos Hehl in Führung geht. Kurz nach Wiederanpfiff der Ausgleich der mittlerweile in Unterzahl spielender Trossinger durch Dimitri Stroh. Der SC muss also kommen. Nach einer nicht konsequent geklärten Ecke segelt der Ball erneut in den Strafraum. Erst verpasst Emi Thule und dann versucht es noch einmal Florin Tirka mit diesem Schlenzer. Knapp vorbei. Am Ende hieß es dann aber trotzdem 2:1 für Tuttlingen durch Valerie Bogdanov. Mit dem Sieg springt der SC auf Tabellenplatz 2. Herzlich willkommen zurück. Aufgeladene Symbole, verletzte Gefühle und scharfe Rhetorik. Die Premiere von Georges Tabori, Mein Kampf, am Konstanzer Stadttheater hat im Vorfeld bereits für viel mediales Aufsehen gesorgt. Unzählige Journalisten waren bei der Premiere am Freitag. Menschen mit Hakenkreuzbinde konnten die Kameras aber nicht einfangen. Der Wirbel um die Premiere von Mein Kampf am Konstanzer Stadttheater war groß, die Öffentlichkeit hellhörig. Doch Besucher mit Hakenkreuzbinde am Arm suchen die Fernsehkameras vergeblich. Ob Regisseur Serda Somuncu einen Rückzieher gemacht hat oder alles doch nur ein gut platzierter Marketing-Gag war, kein Kommentar. Letztendlich war es viel heiße Luft um nichts und Sie sind da drauf reingefallen. Oder wir alle sind da drauf reingefallen. Also Kunst darf provozieren, das finde ich in Ordnung. Nee, ich war froh, dass ich hier niemanden treffen musste, der ein Hakenkreuz am Revers hatte. Das finde ich im Moment ja sehr gut, nachdem wir sowas wie AfD und so etwas haben. Und deswegen finde ich es gut, dass dieses Stück gespielt wurde. Also ich habe geschwankt und dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist es geschmacklos und das muss ich nicht mitmachen. Ne? Also wenn ich gezwungen worden wäre, einen Davidstern zu tragen, wäre ich nicht reingegangen. Die Polizei zeigt die gesamte Zeit über Präsenz, muss aber nicht einschreiten. Es bleibt ruhig in Konstanz.
Zumindest draußen. Im Innern regnen am Ende des Stücks nach großem Knall Davidsterne zum Aufkleben und zerschnittene Hakenkreuze in den Saal. Keine Solidarisierung mit den Opfern der Nazi-Zeit, keine Binde als Brandmarke für eine Freikarte. Ich habe anfänglich überlegt, nicht für die Karte zu zahlen, weil ich mir dachte, ja, umsonst, das klingt gut. Aber wenn ich jetzt so sehe, wie viele Leute hier da sind, würde ich mir nochmal zweimal überlegen, ein Hakenkreuz auf meinen Oberarm drauf zu backen. Judenstern zu tragen oder die Hakenkreuzbinde da, also ich finde das einfach Unverschämtheit. Also ich finde es erstmal ganz interessant, weil es ja zum Thema künstlerische Freiheit, gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, ein interessantes Thema ist, auch mit Farid Bang und so weiter, finde ich. Und ich hätte mich auch geweigert, sowohl das eine als auch das andere an mich hinzustecken, weil ich das überflüssig finde. Doch ob unverschämt oder nicht, eines ist zum Mundschuh und Intendant Christoph nix gelungen, das Theater mitsamt Premiere international in den Fokus zu rücken. Die Inszenierung selbst lebt vor allem von den guten Schauspielern. Sie hatte allerdings nie eine Chance gegen die aufgeladene Stimmung um Symbole. Ja, wer das rundum sonnige Wetter am Wochenende für eine Radtour genutzt hat, der hat womöglich alles richtig gemacht. Denn schon in dieser Woche könnte es ungemütlicher werden. Genaueres zum typischen Aprilwetter verrät uns heute Kai Zorn. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es momentan mit einer eher westlichen Strömung zu tun. Die trennt kühlere und feuchte Luft über dem nördlichen Mitteleuropa von wieder wärmerer und trockener Luft über dem südlichen Mitteleuropa. Und wenn wir Richtung Südwesten schauen in Europa, sehen wir hier dieses Tief, das seine Kreise zieht. Und das bringt übrigens den Kanarenurlauber, vor allen Dingen auf den Nordseiten der Insel, jede Menge Regen. Regen gibt es bei uns momentan nicht. Dafür wieder Sonnenschein. Nachdem die Kaltfront durchgezogen ist, sind noch letzte Wolkenreste unterwegs. Bis zum Nachmittag setzt sich dann strahlender Sonnenschein durch und die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 19 bis 25 Grad. In freien Lagen ist allerdings der Westwind spürbar. Auch am Bodensee spüren wir den Westwind. In freien Lagen sowieso. Für Schaumkrönchen reicht es vielleicht dann am Nachmittag, wenn der Wind mal ein bisschen kräftiger ist. Die Temperaturen steigen auf gut 22 Grad und aufgemerkt, die Sonnenstichgefahr ist sehr hoch, weil wir die Kraft der Sonne nicht spüren, die Sonnenbrandgefahr sowieso. Die kommenden Tage geht es immer auf und ab mit dem Wetter und den Temperaturen. Der Mittwoch ist dann wieder frühsommerlich mit viel Sonnenschein. Am Donnerstag dominieren die Wolken, es sind ein paar Schauer unterwegs. Und der nächste Schub an wärmerer Luft kommt dann am Freitag und Samstag herangezogen. Die Temperaturen steigen wieder an, das Ganze mündet in Gewittern. Und bis Sonntag gehen die Temperaturen dann wieder auf unter 20 Grad zurück und es fällt Regen. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Journal für heute. Morgen sehen wir uns wie gewohnt um 18 Uhr wieder. Ihnen einen schönen Abend, machen Sie's gut. Tschüss.